Knackpunkt dieser Fischmann-Brenner heute auf Kriegers Kanal zum Thema Rage. Ja, Rage, was bedeutet das überhaupt? Wut, Zorn, Rage auf Deutsch, ja. Die meisten Leute verstehen darunter in unserer Ecke hier noch mehr oder weniger, dass jemand ein Game zockt und mit Beleidigungen Kraft ausdrücken um sie schmeißt, als wäre er auf dem Jahrmarkt und einfach richtig, richtig durchdreht. Zorn und Wut löst aber YouTube an sich bei mir in ganz, ganz anderer Form aus. Denn das Ganze ist irgendwo eine schöne Sache. Es ist gut, dass jeder hier machen kann, was er will und dass Leute tolle Videos hochladen und Spaß haben und andere Leute diese Videos gucken natürlich auch Spaß haben, dass Leute in Games gut sind und anderen Leuten erklären, wie sie auch gut werden. Das ist alles cool und so kam ich zu diesem ganzen Kram. Aber was sich jetzt immer wieder vor meinen Augen abspielt, unweigerlich, ob ich auf YouTube gehe und mich dort einloggen will, denn ich bin nicht der Einzige, der meinen PC benutzt und da sind manchmal andere Leute, deswegen muss ich doch ab und an mal über diese Startseite gehen. Und was ich da immer für eine Scheiße zu sehen bekomme, das versetzt mich in Rage. Das macht mich wütend. Genau das gleiche ist auf Twitter. Ich habe absolut keinen Nerv mehr diese ganze zweifelhafte, absolut ehrlose Internetprominenz anzugucken. Denn gerade dieser Internetraum, es gibt keinen Kodex. Ja? Es ist nicht etabliert. Es sind einfach viele, viele Halbstarke, die vorpubertären Kindern ihre Scheiße unterjubeln. Absolut fehlgeleitete Existenzen, die keine Ahnung von dem haben, was sie machen, aber nur von Gewinn und Erfolg gesteuert werden und damit das maximieren wollen, worum es hier geht. Denn das haben alle, die mitmachen, begriffen. Das Wichtigste heutzutage ist Reichweite. Denn Reichweite bringt Klicks und Klicks bringen direkt Geld. Das ist direkt miteinander verknüpft. Reichweite bringt aber auch Relevanz. Relevanz bringt Werbedeals und Werbedeals bringen auch wiederum Geld. Das heißt, es ist eine ganz, ganz einfache Geschichte und es ist dabei irgendwo die Moral auf der Strecke geblieben und es ist immer schwieriger, quasi normal und in diesem guten alten Bereich sich aufzuhalten, denn die Luft wird nicht immer dünner, es ist keiner, der es direkt bedroht, aber es ist so, dass die Leute, die das Ganze irgendwie machen, um damit Spaß zu haben und einfach einen guten Austausch zu haben, immer weniger werden. Und das kann ich gut nachvollziehen, denn genau in diesem Video, wo ich über Rage spreche, werde ich auch über meinen, nennen wir es nicht Rage Quit, dazu bin ich nicht mad genug, um jetzt durchzudrehen. Aber es ist so, dass ich mit diesem Video hier austrete. Mein Kanal ist weg, falls ihr das vielleicht gesehen habt, da stehen keine Videos mehr drauf, es ist alles auf privat gestellt und ich habe ganz ehrlich keine Lust mehr. Es geht mir tierisch auf den Sack, eben genannte Dinge, ich kriege täglich, jedes Mal, wenn ich auf YouTube gehe, jedes Mal kriege ich irgendwas unter die Nase gerieben, was mir jetzt so auf den Sack geht, dass ich in den Bildschirm schlagen könnte. Ob das jetzt die hohe Bratze mit den dicken Titten ist oder ApoRed oder KS-Freak oder diese ganzen Menschen, die mich einfach nur böse machen. Das ist keine Bereicherung für mich. Es tut mir leid. Das ist nur die kurze Ansage dazu. Wenn euch das Video gefallen hat, aus welchem Grund auch immer, vielleicht wegen dem schönen MW2-Gameplay, dann dürft ihr einen Daumen nach oben geben. Ihr dürft es auch einfach sein lassen und einen nach unten geben. Es ist sowieso egal, denn selbst wenn ich jetzt hier weiterkommen sollte, werde ich nach alter Manier von Marcel Reich-Ranitzky diesen Preis nicht annehmen. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss.